er will eine Karotte. Wir brauchen von irgendjemandem eine Karotte. Sollen wir ihn nicht einfach wegsprengen? Nein, wir sprengen Gronkh nicht weg. Guck mal, er sagt doch so süß, hello Paluten. Baby. Alter, ja, komm rein. Hallo, okay, dich müssen wir... Oh. Was? Oh nein. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft Freedom. Und am Ende der letzten Folge hat einer versucht, uns umzubringen. Und zwar mit einer Gasgranate. Wer diese Person ist, also, ja gut, könnte ich gewesen sein. Aber beinahe wäre dabei unsere Mission fehlgeschlagen. Aber Gott sei Dank konnten wir dem Gas widerstehen. Und Angela Merkel ist jetzt hier immer noch. Ich muss jetzt mal ganz kurz... Oh, hallo. Ach, Angie, ey, wir hatten schon schöne Tage zusammen. Aber jetzt geht es darum... Oh, sie will ein Brot haben. Damit wir sie hier irgendwie, damit sie mir folgt, war da kein Problem. Übrigens, hi Manu und hi MC Expert. Oh, yeah. Wir haben immer noch die Mission vom Challenger. Wir müssen Angela Merkel, Obama und Gronkh, ist eine super Kombination, zwei Politiker, ein Let's Player, die müssen wir hier in Sicherheit bringen. Zack. Oh, Paluten, du bist aber ein Schnittchen. Angie, also, du bist, gehst hier aber forsch. Gehst hier aber forsch ran, ne? Gut, warte mal, ich werde mal ganz schnell, müssen die hier mal schnell irgendwie in Sicherheit bringen. Denn, oh Gott, hier ist ja, was haben wir denn hier mit diesem Haus angerichtet? Kann nicht wahr sein. Alles normal. Da ist immer noch die eine, oh, es regnet sogar auch draußen. So, das machen wir jetzt mal ganz zackig-knackig hier. Oh, Angie. Oh. Oh, da vorne sind noch Ju und sein Kompagnon. So, ganz schnell machen wir das. Und dann würde ich sagen, sollten wir gleich mal gucken, willst was wir willst du da jetzt echt abstellen? Ja, was anderes. Hier, zack. Komm mitnehmen, eine Waffe in der Hand und dann komm mit. Ey, ganz ehrlich, wenn ich nochmal so doof bin. Ich brauch keine Waffe. Und eine Gasgranate irgendwo in die Weltgeschichte werfe. Junge, das könnte tödlich sein. Denn diese Granaten sind. Warte mal. Was? Komm mal bitte, kann ich mal kurz eine Granate da hinten zu Ju werfen? Kannst du bitte? Gerne machen. Wir fangen Pokéball! Oh, der war echt gut. Ja. Sprach, nee, was war das? Was? Giftgranate. Ich mach eine Brandsplitter. Vorsicht! Brandsplittergranate! Ja, Alter! Was? Oh! Zack! Die kannst du ganz ja, ich glaube, die greifen ja nicht von wo das kommt. Ja! Nimm das! Oh, macht gar keinen Damage. Bang! Dann noch eine! Okay, ey Leute, wir sollten vielleicht mal ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass das direkt hinter den beiden Obama steht, Alter, und dann direkt steht hier gleich Mission failed. Das wär nicht ganz so praktisch. Und Leute, es ist immer noch ein Mysterium, wo der nächste Klon wartet, aber seid gespannt, meine Damen und Herren. Hier kann man nach oben. Woher? Habt ihr das nicht gesehen? Was denn? Da, wo wir die hingeworfen haben, da sind überall jetzt Pfeile. Ja, ja, das ist die Brandsplittergranate. Die macht Pfeile überall hin. Ja, ja, Brandpfeile. Ach so. Ja. Yeah. So, kommt ihr? Wo bist Squad? Du? Ich bin da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ach so. Da bin ich und ich gehe jetzt mal in den zweiten Stock. Ich muss mal ganz kurz, erschreckt euch nicht. Oh. Ich muss, der lädt sonst nicht nach. Okay, Team, vorsichtig. Hört auch sonst eine richtige keiner. Undercover-Mission, er ist jetzt sogar noch. Alles safe. Okay. Wenn da einer ist, ja. Oh, da ist einer! Die warte, lass den mal dahin locken. Ich werfe mal den Sprengstoff. Genau. Den muss man Hurt, wahrscheinlich platzieren, oder? Ja, genau. Ja, genau, den muss man auf den Boden werfen. Ja, ja, da. Oh, und jetzt kann ich's zünden. Oh Gott. Aber ich will natürlich erstmal gucken, dass die kommt. Oh, shit! Oh. Ja, kommen die? Nee. Kommt der? Nee, der so leicht lässt er sich wahrscheinlich... Als warte, nicht kommt. Ich lock ihn. Ja. Oh! Junge, der kann halt von da perfekt schießen. Kannst du den da hinschubsen? Junge, wie soll ich den denn da hinschubsen? Warte, ich mach das mit einem Goldapfel. Sonst zünde es einfach, zünde es, mein Junge. Und er ist da, ja. Ich hab ihn hingeschubst. Oh, okay, jetzt. Okay, eine kleine Sprengung. Er lebt noch. Okay, ich mach ihn platt. Alter, der macht aber auch Schaden. Ich muss mal schnell Brot essen. Er ist tot. Okay, nice one. Sauber Squad. Das kriegen wir hin, Leute. Wir retten noch Obama und Gronkh.
Ich will ja nicht zu Obama, bitte. Wer hätte die Fackel platziert? Warum? Ja, warum? Vor allem, weil das... Das geht doch, das explodiert doch so hart. Vorsicht, da sind auch... Warte, den räuchere ich aus. Vorsicht. Alter, was tust du? Hilfe! Ich wollte ihn ausräuchern. Warte, lebt er noch? Nee, wahrscheinlich. Oh, warte. Der hat noch viel Leben. Warte, gib mal weg, ich mache eine Granate rein. Oh. Wow! Oh Gott, ich brenne, ich muss einen Apfel essen. Hier, nimm. Gib dir noch ein paar. Okay, danke. Ich werde versuchen, von außen ranzukommen. Ah ja, stimmt. Gute Idee. Oh, der ist hier drin. Oh, ich muss... Oh Gott. Ich muss den nachladen. Ich schieß mit rein. Sepp? Lauf nicht in mich rein. Okay. Oh, er ist tot. Nice. Aber seine Items leider auch. Okay. Boah, wie krass das Ganze ausbrennt. Obama, schnell. Obama. Warte mal, dann lass uns mal hier direkt runterlatschen. Ja, Alter, hier unten brennt auch alles. Also ich meine, das Feuer sollte sich... Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Also ich meine, ich war ja persönlich noch nie beim Weißen Haus. Aber das ist hier irgendwie aus weißer Wolle. Ja, voll billig. Die haben einfach kein Geld mehr. Haben die Amis wieder gespart, meinst du? Ja, genau. Ja, das ist ja die Amerikaner. Anstatt Holzhütten, die direkt zerbrechen, einfach Wollhütten. Stimmt, das ist ja auch so ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Amerika. Ja. So Pappe. Da meistens... Pappe. Ja, ein bisschen Sperrholz von Möbelhaus XY, ey. Sieht aber schick aus. Also ich hätte... Oh, Vorsicht, Leute, da hinten sehe ich Feinkontakt. Da ist dann wahrscheinlich... Ich hab da irgendeinen Willi gesehen. Irgendwo da oben. Ja, da oben im Fenster. Wir könnten auch einfach ein Loch da reinschießen und Granaten reinwerfen. Ja, warte, wir gehen jetzt erstmal hier. Hier unten ist eine Kiste. Oh. Oh. Da drin? Ui. Eine Trenchgun. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Ja, ich benutze mal die rechte Waffe. Okay. So aus die kann. Ist es nicht ein Raketenwerfer? Vorsicht! Menü. Ja. Achso. Okay. Hä? Oh, ja, das ist echt ein Raketenwerfer. Warte mal. Ja, ist eine Shotgun. Wie eine Shotgun halt so ist, ne? Was? Mit der werde ich jetzt mal direkt hier ein bisschen aufräumen. Okay, Squad, seid ihr bereit? Ich bin bereit. Oh Gott, da ist einer. Oh, das sind aber andere Waffen. Jawohl. Er ist tot. Nice one. So einfach geht das. So. Direkt nachladen. Ist dann nachladen. Oh, mein Typ hat scheinbar telekinetische Kräfte. Der lädt richtig nice nach. Oh! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Oh, shit! Granate? Zurück. Wenn du hast. Oh Gott, Daniel! Diese Range! Ist raus! Oh Gott! Raus! Wir müssen echt rausrennen. Raus ins Freie! Ja. Oh Gott, Tim, komm noch! Liebe. Hinter diesem... Tim lebt, okay. Vorsicht, ich werf Granate rein. Ja. Eine Handgranate, ja, die sind auf jeden Fall einfacher. Ja. Okay. Ich könnte nochmal den neuen Raketenwerfer reinhauen. Die haben nicht mehr viel. Warte mal, nicht nach rechts laufen. Was denn? Okay. Ich schieße jetzt hier. Er ist weg, er ist nach rechts durch die Tür gelaufen. Okay, dann gehen wir nach rechts. Du bist genau in dem Moment. Nein, da ist er. 4 HP, er stirbt. Okay, nice one. Okay, Munition haben wir sowieso momentan noch. Oh genug. Gott. Du bist einfach durch mich durchgerannt, als ich den gerade losgefeuert habe. Leute, ich möchte euch eine Sache sagen. Wir sind ein richtig krasser Squad. Ich werfe Granate oder auf einmal überall brennt alles. Ja, wenn die so stark sind. Oh, warte mal. Hat doch funktioniert, oder? Ja, also ich meine. War ja auch im Endeffekt genauso geplant. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass der Challenger uns mit diesen Granaten eher so ein bisschen. Oh Gott, ich brenn schon wieder. Wieso brenne ich denn da? Ah, ich geh ins Freie. Irgendein anderer Typ stirbt ja. Ja, ich hör's gerade auch. Über uns vielleicht? Obama? Vielleicht? Obama? Habe ich Obama angezündet? Nein. Nee, wo geht's denn hier nach oben? Oh Gott, ja vielleicht hier. Weiß es nicht. Wassereimer hat keiner. Nee. Ihr macht das sehr, sehr gut, Leute. Ey, aus Holz und aus Wolle, das ist so instabil alles. Hier ist eine Kiste. Okay. Guck ruhig mal rein, Tim. Okay. Ah, eine FN Scar und Munition dazu. Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Irgendwas. Ich nehm's mal. Nimm du mal die Scar, Tim. Die hast du dir auf jeden Fall verdient. Denn du bist der Einzige, der bis dato noch nicht versucht hat, uns mit Granaten umzubringen. Naja. Mit Waffen aber drückt. Ja, ach Mensch. Das ist ja, das kann man ja vernachlässigen, ganz ehrlich. Okay, Manuel. Junge, hier brennt ja alles. Wie krass. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe Obama getötet.
Nicht ja, unwahrscheinlich. Guck mal, Alter, voll die Junge, das kann nicht wahr sein. Warte. Mach's weg. Ja, ich mach's weg. Deswegen haben hier wahrscheinlich auch irgendjemand. Hier brennt alles! Diese Brandpfeile, ja. Was geht denn ab? Ich der weiter. Ganze Boden, das ist richtig heftig. Junge. Oh Gott, da schießt einer. Vorsicht. Nächste. Ich probiere mal die Scar aus. Okay, probier die Scar aus. Oh, erstmal laden. Okay. Ja, geil. Alter, ist die laut. Probier mal hier. Oh, da kommt Pete. Oh, ich würde gerne mal die Piat benutzen. Tim, lass mich mal kurz probieren. Ja, ich muss auch kurz regenerieren. Zack. Ah. Alter, die schießen aber auch. Jawohl, einer down. Ja. Die Dizzle Sniper Skills sind on fleek. Oh, Alter. Der Sound. Zack. Ah, oh, wie der nachlädt, lol. Oh, Paluten, ich hätte dich fast getroffen. Ich mach den jetzt. Oh. Er brennt erstmal, nice. Ja, komm. Vorsicht, voll nicht. Oh Gott. Ich brauche. Hau, Alter. Mit dir, mit mir legst du dich nicht an. Wie viel HP hat der denn noch? Jetzt ist er tot. Nice. Oh, jetzt sind die Items wahrscheinlich weg. Sauber, Leute. Nee, du hast sauber. Erstmal sauber, die Items sind weg. Ja. Ich hab so viel Munition. Ich bin ein großer Fan. Bitte, was ist er da? Ist er da? Ist Autogramm? Er ist der echte. Es ja, ist der echte. Obama. Screen. Achso, ich dachte Obama. Nein. Ich bin ein großer Fan. Bitte. Bitte. Hier, fang. Hier, fang mal kurz. Aua. Nein. Manu, ist es zu viel annehmen? Okay, ihr macht jetzt, was ich sag. Hat jemand eine Karotte? Nein. Nee. Junge, er will eine Karotte. Wir brauchen von irgendjemandem eine Karotte. Sollen wir nicht einfach wegsprengen? Nein, wir sprengen Gronkh nicht weg. Guck was mal, er sagt doch so süß. Hello, Paluten. Er kennt mich. Ja, gut. Gronkh, wir können dir leider nicht helfen. Wir haben keine Karotte. Tut mir leid. Wir müssen eine suchen gehen. Also wenn wir eine gefunden haben, dann kriegen wir das auch. Dann komm, da retten wir dich. Aber so lange können wir ihn ja hier nicht wegeskortieren. Vielleicht, wenn wir einen Klon in der nächsten Folge bekommen, vielleicht hat der eine Karotte dabei und dann können wir Gronkh Onk helfen. Das aber kann bis, sein. Bis dahin musst du leider hier... Wir können doch erstmal zu Obama, hier sind ja alle tot. Ja, okay, das stimmt. Gronkh aber ich kann ihn jederzeit sprengen, ne? Merkt ihr das? Ich hab ja nichts davon. Also, och, ganz ehrlich. No. Warte, hier können wir jetzt, glaube ich, ins Haupthaus, Leute. Lauf im Kreis. Zack. Wo bist du denn lang? Ich bin hier. Weitergelaufen, dann links, glaube ich. Ah ja. Oh! Oh, wow! It's a prank! Nice prank. Ich wollte mich einfach mal auch so ein bisschen ankündigen. Guck mal, was ich in der Hand habe, Leute. Oh. Wenn ich jetzt Rechtsklick mache, dann ist er Geschichte. Nein, Manuel, tu es nicht. Oder willst du sterben? Ich hab schon getan. Was? Ach, ihm geht's gut. Hab keine Angst. Da steht ein Signalfeuer. Mein ganzer Squad. Mein gesamter Squad ist nur von Irren. Einfach nur überall Irre hier. So, oh, meine Damen und Herren, das war's mit der heutigen feurigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da, ob Gronkh überlebt habt. Und vor allem, ob wir es schaffen, meine Damen und Herren, noch eine Karotte zu besorgen. Vielleicht, also die Chancen stehen bei über 90%, dass morgen der neue Klon endlich da ist. In diesem Sinne, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei Tim und Jam Let's Play vorbei. Danke für diese Chaos-Folge. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr wieder. Haut rein. Ciao, ciao.